Herzlich willkommen zurück zur Let's Play FIFA 14 Ultimate Team. Jawohl, die erste Folge war ja ein bisschen katastrophisch, mein Jersey gar nicht funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt alles so einigermaßen funktioniert. Man sieht, ich habe ein bisschen umgebaut. 4-1-2-1-2 werden wir spielen. Ja, einen Spieler mussten wir runternehmen, der rot hatte. Ganz passend tut es noch nicht. Wir haben keinen LF, also linke Verteidigung. Haben wir leider nicht, wir haben nur noch einen rechten. Ja, aber es ist orange. Orange ist ganz okay. Und dann haben wir linkes Mittelfeld. Haben wir leider auch keinen Spieler. Aus dem Grund lassen wir das so. Ich habe jetzt alle Aktionen, 30, die wir da hatten, einfach alle reingefeuert. Erstmal Kohle verdienen und das hier wird sowieso später eine deutsche Mannschaft. Wir werden dann nach und nach umbauen in dem Sinne, diese Mannschaft. Und erstmal alles verjubeln, was geht. Und dann sehen wir weiter. So würde ich das sagen. Ja, ich würde sagen, Leute, Spiel starten. Und ab geht's, würde ich sagen, ne? Spielen. Online-Spiel. Zweites Spiel. Ich bin gespannt, wie es wird. Partie spielen. Weiter. Wir haben jetzt eine Bewertung von 65. Chemie 47. Ich glaube, wir haben knapp 10 Chemiepunkte so rausgeholt. Ja, ich würde sagen, abwarten und Tee trinken, wie das jetzt wird in dem Sinne. Einen goldenen Trainer bräuchten wir noch und dies und jenes. Da müssen wir uns halt, muss ich mich halt noch ein bisschen mit auseinandersetzen und halt mal abwarten und Tee trinken. Hertha BSC. Na gut, hier Hannover gegen Hertha, das passt schon, spielen. Kommender Gegner, ja Donnerwetter, Alter. Bewertung von 70 und 100 Chemie schon. Also leckt mich am Arsch. Das ist eine reine Franzosen. Die werden uns sowas von wegbumsen. Wie können die Leute das schon haben in Liga 10? Ja, das frage ich mich jetzt. Aber die konnten ja auch alle schon ein bisschen früher spielen wie wir. Und aus dem Grund, ja, werden wir natürlich jetzt ein bisschen Probleme damit haben, uns nach oben zu arbeiten. Aber irgendwann gleicht sich das halt wieder ein bisschen aus. Man sieht, ich kann jetzt... Oh, kann jetzt in dem Sinne schnell laufen. Alter, aber so richtig... Hat das jetzt geklappt mit dem Schnelllaufen? Teampressing. So. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Oh, das war schlecht. Das war mehr als schlecht. Ach, Quatsch. Da schreit der Typ hier an. Ja. Alter. Alter, also mein Schnelllaufen geht auf jeden Fall auf dem Knopf, aber irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Ja, natürlich, ja jetzt, was soll das denn? Ja, da stellt sich mal wieder keiner hin von meinen Leuten. Ja, aber mir fehlen natürlich jetzt eindeutig die Stürmer dafür. Um nach vorne überhaupt mal reinzukommen. Das wird echt nicht einfach werden, Leute. Ja, ich werde heute wohl die ersten... Ja, werde dann heute zwei Videos veröffentlichen. Eins, wo ich in dem Sinne die ganzen Pack-Openings mache, das erste Spiel. Und dann halt dieses Spiel... Und mal gucken, was ich dann abends noch versuche, irgendwie aufzubauen in der Mannschaft. Der legt viel zu weit die Bälle vor. Jawohl. Ich hätte gar Effi-Freistoß kriegen. Mal wie schön seine Spieler nach vorne laufen. Ja, wo soll ich denn hin mit dem Ball, ihr blöden Ochsen?
meine Spieler ein bisschen schneller wären, dann hätten die gar keine Chance, die alten Kacknoobs hier. Schönes Stellungsspiel. Echt. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. So nicht, mein Freund. Was? Wegen was? Wegen Ball wegnehmen oder was? Ey, so ein Vollhort. Ich pfeife wegen alles. Ja, du hast ein Kondom auf die Straße gelegt, dafür pfeife ich auch. Vollpfosten. Och Mann, warum bleibt denn der Stürmer nicht vorne? Ey, wie absolut nervig. Wo hat er denn eine Chance? Ey, ich muss das auf ausgeglichen stellen. Das ist, die stehen viel zu weit hinten drinne. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Och, beweg dich doch, du Ochse. Ey, da nimmt er den Ball nicht an, Leute. Ah, nee. Na doch, klar. Es kann echt nicht sein, ey. Ja, meinst du, ich lass mich hier von dir verarschen, oder was? Ja, nichts da. Also ich muss wirklich sagen, ich komme defensiv viel, viel besser klar als vorher. Das muss ich wirklich sagen. Also vorher war das wirklich ein Problem, aufs Defensive klar zu kommen. Aber jetzt, nö. Das klappt viel, viel besser. Ich komme nur nicht auf diese Schnelligkeit des Spiels gerade klar. Ja, das Spiel finde ich persönlich viel schneller. Und ja, mal schauen. Ey. Und Achtung, genau hingeschaut. Ey, lauf doch vor, bis die reagieren, diese Bronzespieler, Leute. Das ist... Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht schon wieder aufregen hier. Oh, dann lauf doch vor dem Spieler, du Ochsenschwanzsuppe. Mann, 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 Mann. Wieso läuft der so langsam? Oh, ey, hier, guck mal, ohne Ball. Ja, guck euch das mal an, wie schnell der ist. Aber weh, der hat den Ball bei sich. Mein Torwart, der ist echt gut. Also das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ich glaube, das ist der Einzige, der mich hier einigermaßen... Ja! Ja, es kann nicht sein, ey. Ich will gewinnen, verdammte Axt. Er gibt mir wunderschöne Flanken. Und er gibt mir auf den... Ja, nicht mit mir hier, du alter Schlitzauge. Das hat jetzt nichts mit Schlitzauge des Volkes zu tun, sondern er ist ein Schlitzauge. Ja, weil er mich ganz schön ausgenatzt hat damit. Nicht, dass hier nachher wieder gleich verkehrte Kommentare wieder auftauchen. So, ja, wir haben keine Schüsse aufs Tor geschafft, Leute. Ach, ich will nichts hier auswechseln. Ich will das Spiel fortsetzen. So, ich werde jetzt einfach hier auf Risiko und wir gehen jetzt mal ein Offensiver. Leute, ich komme sonst nicht nach vorne. Warum läuft der nicht? Was ist das für ein alter Pinsen? So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle.
Ey, die laufen nicht. Aber das ist, mein Laufen funktioniert doch. Oder ist das jetzt ein anderes Laufen, wenn wir den Ball haben? Das ist doch komisch, ist das doch. Echt. Na, der hätte ich aufpassen sollen. Der Computer ist nämlich zu dem einen Spieler gelaufen. Und ich hätte dann zu dem, zu dem anderen gehen müssen. Nein. Partie bleibt natürlich nach dieser Aktion offen und wir sehen noch einmal auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Ja, der Keeper hat's echt drauf von mir. Alter, jetzt! Gute Flanke. Jetzt kommt er mir aber zu doll durch. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. Hier der Vergleich der heutigen Torschüsse. Jetzt hat der Schiedsrichter Vorteil. Ja, aber hat er gut gesehen, denn die bleiben ja im Ballbesitz. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Oh, viel zu weit vorgelegt. So eine Scheiße. Was? Wo ist Abseits? Oh, ein verschissener Schritt. Kann doch nicht wahr sein, Leute. Ich will doch nur hier gewinnen. Oh nein! Oh, ho, ho, ho. Das ist der Fehler, wenn wir mal offensiv spielt. Aber ich komme besser durch jetzt bei ihm. Oh, 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 zu weit nach hinten gelaufen. Also ich muss sagen, bis jetzt läuft es wirklich absolut flüssiger, das Spiel wie FIFA 13. Ich weiß nicht, ob sie darauf ein bisschen mehr Wert gelegen haben. Ich glaube, ich bin zu offensiv eingestellt. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Oh Leute, ey, das geht gar nicht. Ich bin zu offensiv. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Bradley. Hier bahnt sich vielleicht was an. Meiner. Ich will jetzt ein Tor, verdammt nochmal. Jetzt läuft keiner nach vorne oder was? Was seid ihr alles für... Oh nein! Ja, wenn er so doof ist und spielt so den Ball, ja, dann tut's mir einfach leid. Oh, viel zu kurz. Er wechselt doch den Spieler nach da oben, du scheiß Arschgesicht, Mann. Oh, jetzt kriege ich aber hier gerade die Pimpernellen, Leute, echt. Weg mit dem Ball. Dieses schnellere Laufen, das ist total zum Kotzen bei Bronzespieler. Aber ein guter Beweis, dass ich doch einigermaßen das hinbekomme, weil Chemie von 100 und ich biete ihnen hier wirklich Parole mit einer stinkenden Mist. Oh, fuck, da habe ich falsch gedrückt. Das war jetzt wirklich mein Spieler. Früher war das einfach... Ja, immer von IA der Fehler. Und ja, ich kann mich jetzt wirklich hier überhaupt bis jetzt nicht beschweren. Wir spielen immer noch offensiv. Defensiv klappt es auf jeden Fall. Ich komme mit 4-1, 2-1 auf jeden Fall eine ganze Ecke besser klar. Oh, das war scheiße. Das liegt auch an der Chemie, weil die Spieler nicht miteinander klarkommen. Oh!
Ein bisschen weiter nach da auf jeden Fall. Und das war diesmal zu weit. Okay, aber ich kriege das schon hin hier. Alles noch offen in dieser Begegnung. Das Spiel ist eine Wundertüte. Die Schlussphase ist angebrochen. Oh, was mache ich? Was mache ich denn? Weg mit der Pille! Schade, ich... Oh, haben wir doch geschafft! Oh! Ey, ich bin dann völlig überfordert, weil meistens solche Pässe nie geklappt haben. Niemals in dem Spiel. Und auf einmal klappten solche Spielzüge mit einer Chemie von unter 100 und es... ich bin so begeistert, Leute. Ich bin so begeistert. Oh, fuck, ey. Das war wieder mein Fehler. Ich habe unten links in der Ecke gedrückt mit dem Panel und... Ja. Man kann so schön schubsen. Einfach ein bisschen mit Körpereinsatz spielen, so wie sich das in dem Sinne gehört beim Fußball. Sauber geklärt. Tolle Flanke. Ja, das war Blödsinn, den hätte ich annehmen müssen und damit ein Volley. Das ist ja jetzt auch alles möglich, selber zu entscheiden. Oh, 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 das ist ein Konter. Oh, Backe. Ach man, wieder derselbe Fehler, weil er nicht vorläuft. Aber ich bin begeistert. Es macht ultimativ viel Spaß, Leute. Es läuft. Ja, muss ich jetzt wirklich mal sagen, wir hätten das Spiel wirklich gewinnen können in dem Sinne. Wir haben 447 Münzen insgesamt bekommen, mehr wie letztes Mal, Skillprämie 122. Natürlich, weil wir einen Unentschieden hatten. Absteigen können wir eh nicht. Also daher ist es nicht ganz so schlimm. Wie viele Schüsse haben wir noch gemacht? 4 Schüsse aufs Tor. Also in der zweiten Halbzeit lief es eine ganze Ecke besser. Ballbesitz 46%, Zweikämpfe 15 von 7, Foul 2 von 2, Ecken 2 von 1 und Schussgenauigkeit haben wir 100%. Ja. Also wenn wir was verwandeln. Juhu, unser erster Punkt in FIFA 14, Leute. Absolut geil. Ping-Ping-Ping-Ping hat es gerade gemacht. Ich bin übelst begeistert, wenn ich ganz ehrlich bin. Haben wir irgendwas verkauft? Ja. Angebote 29 nur, ne? Irgendwas haben wir verkauft. Nö. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagen wir vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten bei FIFA 14 Ultimate Team. Mein Name ist Gabul. Ich hoffe, es euch gefällt ein wenig. Ja, wir müssen natürlich auch erstmal... ja, aufstatten, machen hier, machen da und dann sehen wir in dem Sinne weiter. Ich werde mal gucken, was ich so ein bisschen offscreen machen kann. Vielleicht kann ich euch nächstes Mal schon ein bisschen eine Mannschaft präsentieren, die wir dann in dem Sinne, ja, aufgebaut habe schon oder so. Mal schauen. Ein paar Spiele werde ich auf jeden Fall heute noch machen. Das steht fest. Ich sage vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Glabur. Wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.